141 Millionen für ein Haus? Das sind die drei teuersten Häuser der Welt. The One in Beverly Hills. 9.750 Quadratmeter groß. War auf dem Markt für 340 Millionen, wurde aber nur für 141 Millionen verkauft. Villa La Leopolda in Villefranche-sur-Mer. Ganze 2.700 Quadratmeter groß. Sollte im Jahr 2008 für 500 Millionen Dollar verkauft werden. Aber der Deal platzte. Antilia in Mumbai. 37.000 Quadratmeter groß. Baukosten im Wert von 750 Millionen Dollar. Und in der Presse wird jetzt sogar ein Preis von über 2 Milliarden spekuliert. Egal ob Villa oder Reihenhaus, als Hauseigentümer lässt es sich mit einer guten Wohngebäudeversicherung entspannter leben. Alle Infos in der Bio.